Hallo, liebe Freunde, zur ersten sozusagen frühlingshaften Ausgabe von Promi-Geflüster. Wir sind wieder am Start und ich freue mich, heute mal wieder einen lieben Gast hier im Interview zu haben. Ihr kennt ihn, er war schon oft bei uns, auch immer mal wieder so ein bisschen auch als Co-Moderator mit dem Sven Tangel damals zusammen. Und er kommt aus Kärnten, ihr wisst, der Manuel, genau. Und er hat heute ein ganz brandneues Baby im Gepäck, nämlich seine erste CD, sein erstes Album. Und dazu erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Manuel, nach Kärnten. Grüß dich. Grüß dich. Hallo, Frank. Ja. Freut mich total, dass ich wieder bei dir zum Interview zu Gast sein darf. Also, ja, du hast schon richtig angesprochen. Ich habe mein Baby mit im Gepäck. Genau. Ja, also, eine neue oder die CD, die, ja, man hat eigentlich lange drauf gewartet, denn es sind immer mal so ein paar Singles rausgekommen, ein paar Nummern. Und jetzt sind 17 Titel auf dem Gesamtwerk drauf, 0404. Ich guck mal, ich glaube, ich habe es irgendwo hier. So schaut's Cover aus. Ja! 0404, was hat's da damit auf sich? Ich meine, du bist am Telefon hier, auch noch sehr altertümlich sogar. Du bist voll up to date, du hast mein Cover für das ganze Album, also für 0404. Und ja, was hat's auf sich? Wo fangen wir da am besten an? Also 0404 ist halt meine, so kann man so sagen, Glückszahl, ja. Also meine Nummertafel am Auto nennt sich Spitz 4, also wirklich zum Schluss die Zahl 4. Alles, was bei mir als Glückszahl oder irgendwie mit Zahlen zu tun hat, ist immer die Zahl 4. Und ja, so haben wir uns dann entschlossen, dass wir das Album 0404 nennen und gleichzeitig am 4.4. releasen und das sogar 2024. Und wer es vielleicht nicht weiß, das ist auch mein Geburtstag. Sprich, war schon immer mir die Zahl 4 in die Wiege gelegt und somit hat dann einfach müssen das erste Debütalbum 0404 heißen. Sehr gut, sehr gut. Also jetzt muss ich so sagen, wenn wir jetzt ausstrahlen, dann war es schon rum und beziehungsweise, also in dem Fall herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke schön. Ja, also wir genießen das natürlich. Heuer ist sozusagen mein Jahr, egal ob musikalisch und sonst irgendwie. Es ist einfach diese Line, ja, also 4.4.2024 und dann habe ich noch in Kern sagt man 3:45, ja, habe ich noch Geburtstag. Also bin ich geboren und ja, die 4, die ist halt immer bei mir dabei und wir haben lange darüber nachgedacht, wie nennen wir das Album und wir haben wirklich gute Songs dabei gehabt, die was auch jetzt an am Album sind. Wir haben eine Nummer gehabt, die nennt sich Mitternacht in Paris, ja, wo wir gesagt haben, wow, die ist einfach anders als andere Schlagersongs, ja. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, vielleicht nehmen wir das so als Head, ja, diesem Album. Aber es hat schon so viel mit Paris gegeben. Oder zum Beispiel Komet ist auch so einer von meinen Lieblingssongs, die was ja von Herzen kommen oder auch die was gewisse Geschichten mitbringen. Oder Ich drehe völlig durch, ja. Aber dann haben wir gedacht, naja, Ich drehe völlig durch als Albumnamen hört sich irgendwie extremst doof an. Und daher haben wir dann gesagt, ja, es wäre doch einmal cool, irgendwie was mit Zahlen oder mit meiner persönlichen, ja, Weiterentwicklung oder wie ich jetzt geboren bin am 4.4., meine Glückszahl, dass ich das halt einfach so in einen Song reinpacke, ja.
Und zuerst habe ich gedacht, ah, ich weiß nicht. Es hat noch nie einen Song gegeben, so richtig, der was nur von Namen her als Aufhänger aus einer Zahl besteht. Fällt mir jetzt nicht so krass ein und dann vielleicht auch noch so für andere Leute unbedeutsam. Aber dann haben wir gesagt, naja, wir können das ja so machen, 0404, ein Teil der Nummer von dir, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist alles in Kasten. Die ganze Idee steht. Also wir haben dann wirklich binnen 20 Minuten den Song geschrieben, komponiert und fixiert, ja. Und ich war dann mega glücklich und somit war dann für mich auch der ganze Kreis von der Idee her geschlossen, weil ich habe gemerkt, okay, das ist meine Zahl, das ist meine Ausstrahlung und für mich auch irgendwie so ein Glücksmoment, also wo der Song dann im Kasten war, ja, mich irrsinnig glücklich gefühlt. Und dadurch habe ich mir dann gedacht, jawohl, jetzt passt. Und somit ist dann alles auf 4 getimt worden. Wunderbar, also 4, die absolute Glückszahl für dich, kann man so sagen. Es ist Exakt. auch ein, kann man sagen, ein persönliches Geburtstagsgeschenk für dich natürlich auch, ne? Ja, Und auf jeden Fall, das Album, das ist ja eins, also wirklich das eins der besten Geburtstagsgeschenke, was ich jemals bekommen habe. Du musst dir vorstellen, mit 20 Jahren habe ich mir ein neues Auto konfiguriert. Das war so für mich so, wow, cool. Also am 4. habe ich dann das Auto abholen dürfen und habe es mir halt zusammen konfiguriert. Und du musst dir vorstellen, du bist 20, du bist jung, du denkst dir so, mega cool. Und dann steht es noch so da und dann wird halt diese Husse, was über dem Auto liegt, wird dann abgezogen und dann stehen halt alle da ja. drüben und die Schlaufe drauf. Das war für mich schon ein besonderer Moment. Aber dieses Jahr mit den Album, mit den Songs, mit der jahrelangen Arbeit, was man eigentlich gehabt hat, da schließt man so ein Kapitel, wo man sagt, geil, einfach nur glücklich und vor allem, ich habe ja auch wirklich so ziemlich jeden Song selbst getextet, selbst komponiert, jetzt die 8 Songs auch selbst produziert, ja, und da steckt ja jede Menge Arbeit dahinter und Genau. das ist natürlich für Wollte ich mich. gerade darauf hinaus. Genau, wenn man so durchschaut, steht überall dein Name mit drunter. Und ja, also von daher auch da herzlichen Glückwunsch dafür, dass das alles so funktioniert hat und vor allen Dingen auch so gut gelungen ist, jetzt umzusetzen. Ne? Dankeschön, ja. Bitte So wie gerne. du sagst, also ich bin auch mega glücklich. So, jetzt ist es natürlich so, dass jetzt das Baby ist jetzt ge dann geboren sozusagen. Jetzt muss es dann natürlich auch laufen lernen. Wo geht's denn jetzt dann lang? Wie sind die weiteren Wege? Gut, klar, du hast natürlich schon viele Auftritte, aber ich glaube, da wird sich dieses Jahr auch wieder einen Schritt weiter nach vorne tun. Ja, so wie du sagst, also ihr habt das halt so richtig irgendwie, vielleicht auch durch Zufall, ja, muss ich auch sagen. Es ist ja nicht jedes Jahr gleich, dass man sagt, okay, man hat so coole Auftritte, man ist dort und da, man ist mit einigen anderen Künstlern noch unterwegs. Aber dieses Jahr hat halt alles so in die Karten gespielt. Also es stehen mega Veranstaltungen am Start. Also bin jetzt dann im Mai unterwegs mit der Melanie Beyer, auch mit der Natalie Holzner, mit Michael Huber. Da gibt es coole Veranstaltungen. Dann habe ich meine zwei eigenen Veranstaltungen geplant. Das ist eben das Schlager-Event auf der Klosterruine in Arnoldstein, also in meinem Heimatort. Da findet eben auch die Release-Party am 6.7. statt. Es ist eine wunderschöne Location, also eine ja, ein altes Kloster, was jetzt wieder reorganisiert worden ist. Und das findet bei schönem Wetter im Freien statt. Das würde mich natürlich am meisten freuen, wenn es eine laue Sommernacht wird oder auch eben in diesem Schiff.
das überdacht ist, wo man natürlich auch mega coole Akustik hat. Also da freue ich mich extremst drauf. Dann bin ich mit der Schiffsfahrt unterwegs am Ossiacher See. Das ist auch eine Veranstaltung von mir. Dann mit den Draufgängern bin ich unterwegs beim Hartlstadl mit Marco Ventre. Gibt es die Abschlussreise dann im Herbst von OGV Reisen. Also es bleibt nicht aus. Es ist einfach wunderschöne Veranstaltungen stehen am Kalender und da freue ich mich mega drauf. Also Ja, auf alle Fälle, das glaube ich. Das klingt alles sehr, sehr toll und sehr verlockend. Und ich denke mal, jetzt natürlich, wer es mitbekommen hat, aber gerne doch noch ein bisschen mehr wissen möchte, wo, wann, wie, wo was stattfindet und das Ganze vielleicht auch zu schnell ging, man kann nachschauen bei dir auf der Homepage, nehme ich an, ne? yes, unter www.manuel-spitzer.com. Da findet ihr unter Termine einfach alles und immer wieder reinschauen. Es gibt immer wieder News und Updates. Also ja, auch in der Steiermark sind so coole Veranstaltungen. Also mit der Nancy Su bin ich auch jetzt ich glaube, Mai oder Juni oder so unterwegs zweimal. Also dort, wie gesagt, schaut einfach rein und klickt euch das beste Event für euch raus und ich freue mich, wenn wir uns da sehen und persönlich auch sehen. Genau, persönlich, gut, wir haben uns ja schon mal getroffen, als du durch Deutschland unterwegs warst, beziehungsweise damals ins Studio gefahren bist. Ich hoffe, das Genau. holen wir irgendwann auch wieder nach. Ein persönliches Wiedersehen würde mich auch Ja, auf riesig jeden freuen. Fall. Ja. Klar, ich würde mich mega freuen und vielleicht ergibt sich heuer sogar noch, dass ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin. Würde mich mega freuen. Also vielleicht irgendwo auf der Wiesn oder auf ein Oktoberfest oder Sommerfest. Also wäre schon eine coole Sache. Also Ja. einfach nur anrufen und let's go. Sehr gut. Sehr gut. Findet man alles bei dir drinne. Genau. Grundsätzlich, ich meine, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen im Vorgespräch gestern schon gehabt. Du hast jetzt auch gesagt, komm, ich mache jetzt alles selber, produziere selber. Ich pfeife sozusagen mehr oder weniger auf die großen Companies und mache doch vieles jetzt aus eigener Regie. Ist das richtig? Also das mag ich jetzt so nicht sagen, pfeif auf die Großen. Also jeder hat natürlich sein Recht und sein Bestehen, weil umsonst würden sie ja nicht groß sein und man lernt auch von diese Leute. Aber für mich war es halt einfach auch wichtig, meine Kreativität mit einfließen zu lassen und wie soll ich sagen, ich wollte halt irgendwie noch auf dem Album so von mir die Idee und meinen Sound irgendwie noch platzieren. Und Okay. das war mir halt wichtig. Und es war jetzt genau der Moment, wo ich diesen Schnitt gehabt habe. Also ich habe 7 Singles veröffentlicht und das hat super gepasst. Also es waren wirklich mega tolle Zusammenarbeiten, so wie Tim Peters ist mit am Start, der Lukas Lach oder die Chelfis, der Daniel Aubeck, mit denen habe ich jetzt ganz viel zum Schluss gemacht. Und also da mag ich jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt auf Eigenregie machen will, weil mir das nicht gefallen hat. Im Gegenteil, das waren wunderschöne Stunden und das hat extremst gut getan, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil dadurch lernt man und wird einfach noch mehr angereichert von Ideen. Also Okay. das möchte ich jetzt so nicht sagen. Also was für mich zum Schluss dann war, ich habe noch einen Kumpanen, der was mit mir auch früher schon die Songs vorproduziert hat. Und das ist der Marcel Nageler, mit dem bin ich liebend gerne im Studio und es ist halt einfach chilliger, man muss nirgendwo hinfahren, man sitzt da irgendwie zusammen, komponiert und textet und in dem Moment spielt man dann auch schon vielleicht die ersten Sachen mit ein und das hat halt dann extremst auch Spaß gemacht, weil ja, wie soll ich sagen, die Chorsängerin war die Alina, mit der habe ich schon im Schulchor gesungen Ja.
Und mit Marcel bin ich Kindergarten gegangen. Also, das ist, sind so alte Freunde, wo es dann irgendwie sehr innig wird, wenn man dann solche Songs macht. Und ich finde das einfach cool, dass man dann auch diese Sound-Idee von mir irgendwie am Album platzieren hat können. Das war halt dieser Punkt. Okay, sehr gut. Ja, die Titel, wenn man sie so wirklich jetzt nochmal durchhört, sind irgendwie alles dann Geschichten mit irgendwelcher wahren Begebenheit oder wie kommen die Geschichten Ja, auf jeden Fall. zustande? Also, wie schon gesagt, jeder Song ist so ziemlich von mir geschrieben. Also, auch wenn jetzt zum Beispiel ich mit Tim was geschrieben habe, die Hauptidee oder diese, die, ja, den Spirit, den habe ich irgendwie mitgebracht. Und wir haben halt dann einfach was Cooles zusammengezimmert, aber diese 7, 8 Songs, was wirklich jetzt neu dazugekommen sind, die sind hier in meinem Raum entstanden. Und die hat es ja schon länger gegeben. Wer vielleicht mich schon ein paar Mal auf der Bühne erlebt hat, die Songs hat es vielleicht in einem anderen Kleid gegeben. Und jetzt haben wir sie halt neu produziert und wirklich albumtauglich gemacht. Und das macht halt immens Spaß, ja, wenn man dann seinen Song fertig hört und denkt sich so, oh, ich drehe völlig durch. Also, was ich da bei der Nummer, wie soll ich sagen, erlebt habe oder gefühlt habe, da bekommt man noch immer ab und zu Gänsehaut. Also, ja, schön einfach, wenn man dazu solche Beziehungen hat zu seinen eigenen Songs. Ganz klar. Na, kann man es auch ganz anders interpretieren dann, denke ich mal, Ja, ne? exakt, genau. Auf der Bühne ist es halt einfach so, man steckt da immer so viel Gefühl rein, als wie wenn du jetzt einen Song bekommst, ja, und es heißt, hey, sing den. Klar, es gibt so Momente, wo man sich in den auch reinversetzen kann, aber ja, es wird, glaube ich, nie so einen Texthänger geben, dass ich jetzt nicht mehr weiter weiß, weil da merkt man einfach, dass das ist von mir. Ja, richtig. So, wenn man so sieht, jetzt im Hintergrund bei dir, du bist da irgendwie, glaube ich, gerade irgendwie im Studio, entstehen Ja. da so deine Ideen, deine Songs oder Genau. was kann man Also, da jetzt gerade sehen? Ist das schon wieder ein neuer vielleicht? das ist jetzt der Song. Ich glaube, Moment. Das ist der Song 0404, Okay. wo wir jetzt dann diese ganze finale Produktion gemacht haben und ja, das habe ich jetzt einmal so ein bisschen aufgemacht, dass man ein bisschen sieht oder merkt, wie viel da eigentlich Arbeit dahinter steckt. Also insgesamt sind wir da schlussendlich auf, boah, 87 Spuren und da sieht man halt, was da alles mit einfließt. Ja, also so wie da die Toms, dann die Gitarre links gebändet, rechts gebändet, der Bass. Dann kommt so ein Synthi-Stereo-Delay, der was so ein bisschen wabbelt und so. Also ja, es macht einfach Spaß und wenn man da drauf rumschrauft, dann nächsten Tag geht man dazu und möchte noch mehr machen, obwohl man am letzten Tag gedacht hat, okay, der Song ist eh schon fertig. Also bin da so ein bisschen Perfektionist und baue da Wie gerne rum. klingt denn zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt beispielsweise nur mal das Schlagzeug oder den Ja, das Rhythmus kann ich da dir gerne abspielen lässt? anspielen. Ohne alles, nur bloß mal rein, nur ein Instrument oder eine Geschichte, gar nicht den Ich gesamten. mache dir da die Kick und die Snare und ein bisschen die Hi-Hat drauf und so programmieren wir das. Uts, uts, uts. Genau. Jetzt kommen die Snippings dazu. Jawohl. Und darunter hat man dann noch die Gitarre, die gebe ich jetzt auch einmal dazu. Schauen, dass die auch da irgendwo was spielt. Ja,
geben wir den Bass dazu. Und dann gibt es schon richtig Druck, ja? Da geht schon richtig Druck, genau. Und dann kommt irgendwann noch die Melodie. Und dann könnten wir ja da noch irgendwo ein paar Synthi-Sounds dazugeben, dass das halt dann noch so diesen Schlager-Vibe bekommt. Okay. Ja. Das können wir auch noch gerne machen. So diese Galaxy-Sounds. So, aber das Ganze. Ja, und so baut man dann Schritt für Schritt und die Übergänge und so weiter. Also, ja, genau. Aber das Ganze, wie gesagt, wurde jetzt von dir sozusagen handgespielt mit dem entsprechend mit der Tastatur, die man da hinten sieht. Ja, also die ganzen Keyboards, Pianos und so weiter, die werden hier am Keyboard gespielt. Ja. Gut, Gitarre ist dann nochmal wieder was anderes, die kommt dann schon von der richtigen. Genau, die kommt dann wirklich von der richtigen Gitarre da. Also. Richtig. So? Ja. Genau. Oder die E-Gitarre, also egal was man halt braucht. Also meistens baue ich so darunter eine leichte Akustikgitarre rein, dass man die Flächen hat. Dann halt die E-Gitarre, die was den Grund macht, dieses Brettern, dünn, 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 dünn. Und dann halt gewisse Solos und so. Und das baue ich mit Marcel auch meistens gemeinsam. Der Marcel ist ein super Schlagzeuger, der weiß einfach, wie man die Leute mit Schlagzeug schon anheizt. Mhm. Ja. Und so ergänzen wir uns halt einfach. Und genau. Wir sind echt ein cooles Team und da bin ich mega stolz drauf, dass wir einfach so richtig locker im Studio arbeiten können. Ja. Das ist schön. Chöre kommen auch noch dazu, oder? Ja, die Chöre sind auch dabei. Das macht die Alina. Ja. Ab und zu sieht man es auf Instagram, wenn ich dann nicht vor dem Mikro stehe, habe ich mehr Zeit zum Posten und so. Okay. Und zum Filmen. Die macht das super. Also wirklich, die spielt die oder singt die Harmonien ein in Refrain meistens. Das ist so. Irgendwie, viele machen das gar nicht, ja, aber uns gefällt es halt, dass wir einfach eine Harmonie auf der Gitarre raussuchen, was dazu passt und diese Melodie spielen wir dann ein, geben ihr das auf die Kopfhörer und sie singt diese Harmonien dann eben dazu, ja, und da hat man halt dann einfach mehr, wie sagt man da, Breite von den Stimmen her und ja. Das ist halt wenn da jetzt mal ein Ton mal daneben liegt oder irgendwie eine kurze Passage daneben liegt, dann kann man da auch nur die kurze Passage nochmal ändern, oder? Ohne also man ja, man kann das einfach, klar, man singt nicht den ganzen Song von Anfang an bis zum Ende. Stimmlich ist es so, dass es meistens ja nicht daneben ist, aber es geht dann halt einfach um den Ausdruck. Ja. So. Wenn man da hat man nämlich mal der Hans Blum, der kürzlich verstorben ist mit 95 Jahren, im Wagen vor mir, man kennt ihn ja, Henry Valentino, ne, eine nette Geschichte erzählt, damals wie Sie im Tonstudio gearbeitet haben. Da wurde ja alles auf Wachsplatte gemacht, mit Orchester und allem drum und dran. Also schön alles noch handgemacht und dann alles eingespielt, eingesungen. Seine Frau hat wohl den Chor gemacht und zum Schluss hat sie sich da irgendwie verkünstelt. Jedenfalls hat es nicht gepasst mit dem Background und dann war die Ansage vom Regisseur oder vom Tonmeister: Halbe Stunde Pause, wir schleifen Plan. Die ganze Platte nochmal wieder neu vernichtet, nochmal neu gemacht. Ja, ja das waren dann andere Zeiten, ja, auf jeden Richtig. Fall, da hast du recht. Also das kann man heutzutage auf dem PC natürlich leichter machen. Und damals war halt wirklich noch so, dass da jeder bis zum letzten Takt
durchhalten hat müssen, So ist es. und wirklich alles ewig geprobt werden hat müssen. Also das stimmt schon. Und Gott sei Dank geht das natürlich heutzutage einfacher mit der Technik. Aber nichtsdestotrotz, man muss schon was können auch, weil Natürlich. man merkt halt dann schon, wenn darauf rumgedreht und rumgeschrauft wird, dass es dann halt richtig klingt, das merkt man dann. Und daher geht es mehr oder weniger nur mehr um die Aussprache, irgendwie um die Artikulation, wie lege ich das Wort jetzt so rüber, dass es halt ja das auch so bewirkt, was sie damit meinen. Also daher singt man das einfach des Öfteren ein. Ja. Genau. Deswegen seid ihr ja auch die sogenannten Künstler. Ist Kunst. Ja, genau. Also es ist alles Kunst, da hast du recht. Und man versucht halt einfach das Beste aus so einer Aufnahme rauszuholen. Richtig, richtig. Genau. Und anders sieht es halt aus, wenn dann die neue Technik mit ins Spiel kommt. Aber da unterhalten wir uns mal mit jemand anderem darüber. Ich sage, KI lässt grüßen. Da gibt's auch schon die ersten Erfahrungen. Naja, aber wir lieben es doch live, glaube ich, immer noch, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, und weil du gerade so die KI ansprichst, ich glaube, also sag das ich mit euch, aber ich glaube auf jeden Fall, dass trotzdem die Menschen es noch immer merken, egal ob man irgendwelche Fehler drinnen hört, ja, man merkt das halt, dass es trotzdem noch von Herzen kommt. Und das ist eben dieser Spirit, was man dann mit der Musik übertragen kann und wo man trotzdem den Leuten zeigen kann, man ist ja auch nur ein Mensch und man macht genauso So, Fehler so als ist es. ja. So. Also das ist schon sehr wichtig, das auch zu zeigen. Ja, Oder zeigen zu können, sage ich jetzt einmal. ja, Das ne? kann die KI nicht. Richtig. Apropos, du hast ja deine Gitarre gleich griffbereit. Vorhin, bevor wir losgelegt haben, hast du schon ein paar Takte gespielt. Hättest mal ganz kurz noch mal ein paar Takte drauf? Ja, jetzt zack, checken wir kurz einmal 0404. 0404, ich bin hier, oder wie? Ja, genau. Jetzt sagt, wir starten einen Teil von der Strophe. Mehr verraten wir noch nicht, denn dann müssen die Leute noch ein bisschen reinklicken in das Video, was es geben wird. Okay. Und oder was es dann jetzt schon dann gibt. Und ja, jetzt sag. Fingernägel rot wie Gift, es ist ein Blick, der mich trifft. Und immer wieder zwinkerst du mir zu. Dein Tequila geht auf mich und du sagst, ich will nur dich. Was geht da zwischen uns vor? Hab nur noch Teile deiner Nummer im Ohr. 404. Und weiter müsst ihr dann auf YouTube hören. Sehr gut, sehr gut. Also das machen wir doch auf alle Fälle. YouTube, da reinschauen, 404, genau. Oder am besten gleich die CD bei mir bestellen. Genau. Die sieht man, jawohl. Moment, Moment. So, jetzt. 0404. Ja, richtig, mit Ringlicht jetzt. Mit Ringlicht, genau. Damit ich schön beleuchtet bin. Genau. Und da sieht man dann alle 16 Songs, weil du vorher gesagt hast, 17. Ja, Ist es Intro, es ist ergibt ein Intro so. noch dabei, genau. Genau, das Intro. Ihr habt das Intro jetzt auf der CD nicht wirklich als Song bezeichnet, weil es war für mich so, ich wollte so eine Message senden, warum jetzt das Album da ist, wie es entstanden ist und wer so zwischen den Zeilen lesen kann, egal ob Sonne, Wind oder Regen, ja, also genau diese ganzen ja, Gefühle, was auch in so einem Album stecken, habe ich natürlich auch auf dieses Monat April umgemünzt Okay, und jetzt klar. Ja.
Und das war halt so für mich, wo ich gesagt habe, ja, das soll so als Dankeschön für die Leute sein, die erstens das Album gekauft haben, die mich seit Jahren unterstützen. Wollte einfach sagen, hey, danke, es war mega cool, es hat Sonne gegeben im Studio, es hat teilweise geregnet, wo man gesagt hat, ja, ich weiß nicht, bin ich nicht zufrieden, möchte anders, möchte neu. Wind, Sturm, Regen, keine Ahnung. Also es hat Ja. alles gegeben und du weißt selber, wie es so in der ganzen Musikbranche gibt. Ab und zu ist man Definitiv. nicht so richtig happy über gewisse Ergebnisse, oder? Aber dann gibt es wieder so Tage, wo man sagt, oh mein Gott, dann schaust rein auf YouTube, nach 3, 4 Tage 30.000 Views, cool, mega. Ja, Und ja. dann ist man einfach wieder so Sonne, Sonnenschein. So ist es, genau. Ja, was auch ein bisschen zurückgegangen ist in der letzten Zeit, waren ein bisschen deine Posts, hat aber auch wiederum da damit zu tun gehabt, du hast dich ja da hier wirklich richtig ins Zeug gehängt und viel kräftig produziert und da hat man nicht den Kopf unbedingt hier täglich irgendwie bei Instagram irgendwo aufzutauchen, gell? Ja, du hast es gut erkannt und irgendwie freut mich das, weil ich habe natürlich jetzt keinen Social Media Beauftragten oder die Mega Agentur, dass ich sage, okay, der geht mit mir jetzt jeden Tag ins Studio, filmt mich, was ich mache und so. Das habe ich nicht. Ich bin da sehr auf mich alleine gestellt und ja, okay, ich habe mein Live-Rocker-Team, nenne ich das. Also da gibt es eben den Marcel, mit dem ich zusammen produziere, die Alina als Chorsängerin, den David, der was mir die ganzen Videos filmt, cuttet, color graded, und den Matteo, der was auch immer mit am Set ist oder bei den Auftritten als Techniker dabei ist. Aber die sind ja auch alle berufstätig. Und heißt ja nicht, dass die immer gleichzeitig mit mir dabei sein und im Studio sind. Und da wird es natürlich ruhiger und ich muss ehrlich sagen, es tut persönlich auch sehr gut, nicht immer was zu posten müssen, wo man jetzt nichts direkt hat, und sondern eher mehr mit dem Kopf in dieser kreativen Phase ist. Das habe ich sehr genossen, dass ich auch wieder da mehr lernen darf und mich reinhängen kann. Und jetzt ist ja auch wieder die Zeit, jetzt ist das Album da, jetzt kann man ja was zeigen und man kann ja auch diese ganzen Sachen, was man in der kreativen Zeit gemacht hat, jetzt zeigen. Jetzt ist der Zeitpunkt da und das ist So ist es natürlich ganz noch genau. schöner, weil man weiß, es ist fertig. Jawohl, sehr gut. Ja, also, mich hat es gefreut, dass du mal ein bisschen Einblick so auch in den ja, Background sozusagen gegeben hast. Fand ich jetzt Gerne. ganz toll. Ich denke mal, war auch mal spannend für die Zuschauer, dass sie mal wissen, wie so ein Song überhaupt aufgebaut ist. Definitiv. Vielleicht viele können sich gar nicht drunter vorstellen, was so wirklich dahinter steckt, ne? Ja, also es ist sicher für einige total schwierig. Viele denken, ja, man geht rein, singt das rauf, aber wie viel da wirklich Zeit und Arbeit dahinter steckt, auch wenn man zum Beispiel diese CD kauft, ja, viele haben ja keinen CD-Player mehr. Ich stehe noch drauf, dass das Ding so in den Händen zu halten, weil da weiß man einfach, das ist mein Werk, ja, und das kann ich angreifen. Das ist einfach, das gibt ganz ein anderes Gefühl. Und wenn man dann das Booklet aufmacht und ja nicht das Booklet direkt auf den Computer in einer PDF scrollen muss, sondern hergeht und sagt, okay, ich blätter das Ganze jetzt einmal so durch, ja, dann hat das so einen Bucheffekt. Und das ist einfach, das gibt mir was. Zeig Das ruhig ist mal nochmal ein bisschen mehr an die Kamera, man hat's jetzt nicht wirklich. So, jawohl, genau. Andere Richtung musste. In die an. so, Nee, na andersrum. so, So, so jetzt, genau, vors jetzt haben wir Gesicht es. hin. Genau. Genau, und das sind, wir haben uns ja auch bei diesem Ja, Booklet sehr was gut. gedacht, ja. Also sprich, das Intro, wenn du genau schaust, wenn du ganz genau schaust, hat das Intro genau 44 Sekunden. Wenn du genau schaust, sind 16 Songs am Album Durch und vier? ja, da ist genau wieder die 4 darin. Ja, Vier mal verstehst vier. du?
Du sagst es. Und das Booklet hat genau 20 Seiten. Also ist die 4 auch wieder drinnen. Ja. Also wir haben wirklich Gedanken gemacht, dass es für mich schlussendlich bis zur letzten Zeile, bis zum letzten Punkt, bis zur letzten Seite auf 4 ausgeht. Und ja, das ist dann einfach schön. Wunderbar, sehr gut. Lieber Manuel, ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank. Wobei ich sage, wenn wir jetzt noch Pi mal Daumen noch mal 9 Minuten quatschen, dann wären wir bei 44 Minuten. Dann haben wir die 4 wieder voll. Ach ja, also muss nicht sein, wie du möchtest. Gell? Also ich kann dir natürlich nur ein bisschen was erzählen über mein Album. Aber wenn du sagst, du Manuel, jetzt ist einmal Punkt, wir müssen nicht immer auf die 4 enden, dann verstehe ich es auch. Aber ja, mich hat es auch extremst gefreut. Vielen, vielen Dank wieder für dein tolles Interview, für deine Zeit. Das schätze ich als Künstler wirklich sehr, dass du dir da so viel Arbeit antust und einfach so wieder diese ganzen Effekte, wie du mich ein- und ausblendest, das ist ja auch nicht alles so. Du bildest dich da ja auch fort, so wie ich in meinem Studio. Das ist so, ist es genau. Du dich da weiter fort, also mega cool. Und ja, auch den ganzen Fans von Promi-Geflüster, nochmal liebe Grüße. Schön, dass sie so lange jetzt zugesehen haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwo auf einem Konzert oder irgendwo in der Straße oder Bus, U-Bahn, keine Ahnung, ihr könnt es mir ansprechen. Bin immer für alles ja, aufgelegt und können dann ein Foto schießen und weiß, was ich was als. Alles klar. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Album, dass es alles so vorangeht, wie es du dir wünschst und vor allen Dingen bleib so natürlich, wie du bist und halt durch weiterhin. Das nächste Album kommt bestimmt. Bestimmt noch 4 Stück. Auf jeden Fall. Bestimmt noch 4 Stück oder noch mehr. Ja, mindestens 4. Also. Du sagst es. Hey. Den Zuschauern auch herzlichen Dank fürs Zuschauen und schöne Grüße nach Kärnten. Dankeschön. Liebe Grüße zu euch nach Hause. Tschüss. Ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.